Hallo alle miteinander, welcome back to NSMB. In der Sandkuchenwüste. Geil. Jetzt auch jetzt gerne Sandkuchen, Wollo? Nein. Warum? Aber wo Sandkuchen? Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, ja, dass Sandtaler, Sandkuchenkekse, irgendwie sowas, kannte die Dinger nicht, 1000 Kalorien pro Stück haben. Streuseltaler, Alter. Streuseltaler. Was ist denn los mit dir? Ich weiß gar nicht, was Streuseltaler sind. Junge, Alter. Alter. Leute, bitte steinigt ihn. Die hab ich noch nie gegessen. Was ist denn los mit dir? Die hab ich ja noch nie gegessen. Bist du einfach nur doof oder tust du so? Nein, die hab ich noch nie gegessen. Auf jeden Fall haben die 1000 Kalorien pro Stück und da sollst du mal eine 20.000 Kalorien Challenge machen können. Ja, ist ja frei. Das ist ja super easy. 20 Streuseltaler? Am Tag, ja. Nee, in 20 Minuten. So. Ja, das wird schwierig. Keine Ahnung, das gab's bei uns nie. Das ist vielleicht ein Nordrhein-Westfalen-Ding. Was heißt denn, das gab's so? Das holt man sich beim Bäcker. Hab ich mir beim Bäcker noch nie geholt. Macht man sich nicht selber. Auch? Hätte ich jetzt gedacht, dass man sich das selber macht. Nein, das macht man sich nicht selber. Das gibt's beim Bäcker. Ja, aber alles, was du beim Bäcker holen kannst, kannst du ja auch selber machen. Ja, nein, Streuseltaler also kann man nicht Rezepte selber machen. Also ich habe direkt Rezepte für Streuseltaler gefunden. Nein, das macht man. Wenn, dann macht man einen Streuselkuchen. Stell dich doch nicht extra doof. Wirklich. Das ist doch echt unnötig. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, die gibt's bei uns nicht. Habe ich nämlich noch nie gesehen. Oder... Aber die sehen jetzt auch nicht sonderlich ansprechend aus, muss ich sagen. Also, dass ich sagen würde, wow, das sieht danach aus, als hätte ich da Bock drauf. Du siehst auch nicht sonderlich ansehnlich aus. Ja, egal, die Leute wollen mich trotzdem. Ja, und ich möchte auch einen Streuseltaler. Warum redest du so schlecht über die Dinge, die ich liebe? Als ob du Streuseltaler liebst. Du hast noch nie über einen Streuseltaler geredet. Doch, weißt du, wie oft ich mir Streuseltaler kaufe? Außerdem habe ich mir letztens, wo habe ich darüber geredet? Also wenn ich dich so ansehe, dann würde ich sagen, zu oft. Verstehst du? Ja, war auch ziemlich oft. Das glaube ich dir. Zu den 100% gehört aber auch Mopsi zu sammeln, das ist klar, ne? Halt die Fresse oder es gibt einfach auf die Fresse. Sonst fehlt dir der 50 Stern. Du sollst die Fresse halten. Na, ich hab's erwähnt. Wenn nachher ein Aufschrei ist, ne, dann hab ich dich gewarnt. Hashtag stabiler Aufschrei. Oh, ich musste noch die Starcoin holen. Ups. Jetzt wird's aber richtig. Ja, jetzt wird's aber krawanig, ne? Was bist du denn so müde heute? Ja, gut, ne? Manchmal ist man müde im Leben. Aber ich bin nicht müde, ist halt. Nee. Sauerstoffmangel, weil noch nicht die Fenster offen waren, ne? Ja, das könnte sein. Wenn der Sommer hier nicht durchkommt beim Cornelius. Ja, gut. Ich glaube, ich sterbe. Ja, das wäre gut, dann kannst du wieder ins andere Level gehen. Das wäre perfekt. Nein. Hä? Krawanig? Was heißt denn Krawanig eigentlich? Krawanig ist sowas wie, ja, je aus dem Zusammenhang, ne? So, es gibt halt Krawanig geil und es gibt halt Krawanig schlimm, ne? Weil, also jetzt, wo du jetzt hier das falsche Level gemacht hast, natürlich Krawanig schlimm. Ja, logisch. Okay. Das ist Krawanig, ne? Und woher hast du das Wort? Mein Vater, der hat das immer gesagt. Als ob. Mein Vater, wie gesagt, mein Vater war komisch. Yoshi-Rohr kommt von meinem Vater. Pokémon-Sex kommt von meinem Vater. Da war nicht. Bestimmt noch mehr, was mir jetzt spontan nicht einfällt. Aber der, ja, der findet sich halt sehr witzig, was er nicht ist. Aber. Da sieht man mal wieder, Leute, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ach komm, oh Alter. Das kann man nicht leugnen, dass das sein Vater ist. Aber das erklärt einiges, ja. Das kann man schon so sagen, ne? Hm.
Aber damit musste ich halt leben, ne? So ein Vater, der ständig Sachen witzig findet und auch immer über seinen eigenen Shit die ganze Zeit lacht. Als einziger. Halt immer unangenehm. Ja, warum lachst du nicht mal für ihn? Oh, wie funktioniert das hier nochmal? Ich glaube, ich musste erst... Genau, weil hier ist nämlich noch nichts. Ja, das ist eine komplizierte Sache hier. Sehr, sehr kompliziert. Ja, die hier ist irgendwo eine Starcoin. Hier ist sie. Kann man eigentlich spinjumpen auf die? Nope. Sicher? Ja. Ich brauche Yoshi hier. Nee, jetzt kannst du draufspringen, wenn die anders sind. Nein. Doch. Nein, man kann da nicht drauf. Wenn die anders sind, die haben sich doch gerade verwandelt. Du kannst doch auch unten rum. Nein, die Starcoin ist oben rechts. Alter, der Mann weiß gar nichts, ne? Das ist doch kein... Nee, in diesem Spiel weiß ich auch nichts. Nichts weiß ich. Ich dachte, du bist ein Mario-Spieler, Alter. Das ist ja... Ja, aber doch nicht nur diese News über Mario-Spieler, die weiß ich nicht. Die vergesse ich immer. Also ich weiß sofort nicht mehr, wo die Coins sind und so. Gar nichts. Das ist wirklich kein Gamer hier. Keine Gamer-Leistung. Ja, passt schon. Ein richtiger Gamer, der kennt seine Strats. Du hast noch nicht mal Mario Galaxy gespielt, Alter, halt die Klappe. Ich bin halt nicht aus so einem... ich hatte halt nicht so eine Position in der Zeit, ja, wie du. Ich war nicht so privilegiert. Als es rauskam wie du. Naja, privilegiert. Ja. Würde ich das nicht nennen. Ich musste damals auf die Straße Flaschen sammeln. Ich musste damals zu der Zeit 8 Stunden an der Maschine stehen. Und danach kam ich nach Hause, wo dann meine zu der Zeit Freundin bei mir mit im Zimmer gewohnt hat. Und mir tierisch auf die Eier ging. Mario Galaxy 2 war meine einzige Flucht. Hört sich für mich nach einem guten Leben, Mann. Nee, das war nicht gut. Das war beim besten Willen nicht gut. Da seht ihr mal, was der für ein Luxusleben hat, ey. Luxus. Das wüsste ich aber. Der Wollo. Du weißt ja nicht, wie gut du es hast. Ach, hör mir auf, wenn dir sowas nicht passiert ist. Du hättest nur eine Wii gebraucht, das Spiel runterladen müssen irgendwo und fertig. Sowas Illegales mache ich nicht. Gut. Ich bin kein Verbrecher. Du bist auch kein guter Spieler. Was bist du denn überhaupt? Klar bin ich ein guter Spieler. Ich habe eine Starcoin verpasst. Guck mal in die Komplettlösung. Hast du es, wenn er das sagt? So, dann lass mich mal gucken. Ich muss erstmal nach Welt 2. Ich glaube, hier im Dunkeln ist noch was. Ich könnte schwören, dass hier doch irgendwo. Warten auf MarioFans.de. So, warte. Party in der Pokéhöhle. Sternmünze 2. Kurz darauf hängen von der Decke 2 Pokis. Nach der ersten, scheinbar. Und dazwischen ist noch ein Sandstrahl. Bringe in der Mitte nach oben, um einen geheimen Block zu aktivieren. Springe auf diesen und nutze einen Wandsprung, um oben auf die Decke zu gelangen. Laufe den Weg entlang bis zur Sternmünze. Hm. Zu habe ich gedichtet. Das steht eigentlich bis zu Sternmünze. Kann ja kein Deutsch, oder was? Bin ich okay. Ja, Joko wieder, ne? Ja, da ist nichts. Ja, man kann doch mal gucken. Nur mal Secret Hunter sein. Du bist auch überhaupt... Das ist halt wieder typisch Wollo, ne? Ich dachte, wir haben nicht den Anspruch, den Leuten dieses Spiel näher zu bringen. Naja, ich habe aber den Anspruch, Dinge zu entdecken, die noch kein Mensch vorher entdeckt hat. Und dann macht Nintendo man... Nintendo hat schon gefunden. Nach Nintendo. Der hat doch der hat das doch gleich gespielt mit der Mario-Fans. Komplettlösung. Einer von beiden. Die Mario-Fans-Komplettlösung ist doch einfach nur das Nintendo Let's Play abgeschrieben. Nee, der hat er vorher geschrieben und Domtendo hat das dann abgespielt. Wie soll er denn das Spiel vor Domtendo gehabt haben?
Ja, damals war das unmöglich. Außerdem, wahrscheinlich ist es Tom Tellos Mitarbeiter. Kann sein. Ja, der spielt es dann, macht die Komplettlösung und dann macht Tom Tellos. Ich wollte gerade sagen, oh, wobei, Junge, ich sehe hier gerade Werbung. Werbung? Ja, ist eine Werbung auf MarioFans.de für World of Warcraft. Okay. Ja, das Testen, das Abenteuerruf. Wollte nämlich gerade sagen, das kann ja gar nicht Tom Tellos Seite sein, weil da kommt keine Werbung drauf geschaltet. Aber jetzt nehme ich es zurück. So, hier zwischen, da muss es doch jetzt irgendwie sein, ja, oder? Hier, ja. Konntest du das übersehen? Ist relativ einfach, weil da ein unsichtbarer Block ist. Ja, aber da oben ist doch eine Lücke. Möchtest du mir das jetzt vorwerfen? Ja, das schreit doch nach. Du siehst das hier oben nicht, wenn du da unten herläufst. Ah ja. Außerdem hast du zugeguckt. Warum hast du es denn nicht gesehen? Ich hab doch gar nicht hingeguckt. Ja, warum? Auge guckt dir zu, das andere Auge. Erzähl den Leuten noch eins. Ist auch mit Titten von der World of Warcraft milder. Erzähl den Leuten nochmal. Oh mein Gott, ich komme nicht durch, oder? Oh. Was? Erzähl den Leuten nochmal was Schönes. Jetzt machen wir hier ein bisschen Content. Ja, erstmal warte ja Content hier. Erstmal müssen wir auch noch im ersten Level. Müssen wir auch noch was machen. Soll ich das auch eben vorlesen? Nein, das weiß ich bestimmt. Okay. Mach mal ein bisschen Content. Okay. Pass auf, Leute. Oh, Content. So mehr Content gibt's hier heute nicht. Nein. Weiß ich nicht, was soll ich dir jetzt erzählen? Es ist früher Morgen. Wir sind schwacher Gestern ist nichts passiert. Ja, was soll ich denn erzählen? Gestern ist nichts passiert. Das ist halt das Ding, wenn wir jeden Tag aufnehmen. Passiert ja nicht jeden Tag der krasse Scheiß, ne? Wir haben gestern Abend gestreamt, schön. Also sind in die Retro-Achievements gegangen, Super Smash Bros. Gespielt. Keinen Menschen interessiert. Da fällt mir was ein. Was denn? Ich muss noch. Ich habe mir eine Liste erstellt, ne? Okay. Also ich tracke jetzt meine Sachen. Also. Stehst du? Ne, also so, dass ich gucke, wie lief was? Wann habe ich das letzte Mal gemacht? Weil ich habe ja immer Schwierigkeiten. Mir zu überlegen, was ich machen soll. Kennst du? Kennst du ja selber auch. Ja. Aber jetzt. Und wie trackst du das jetzt? Über Google Docs. Und was schreibst du da rein? Das sag ich dir jetzt gleich. Also auf. Erstmal muss ich gucken, wo ich das habe. Wurde das nicht gespeichert? Doch, das speichert sich automatisch. Und wieso ist es dann hier nicht? Du musst auf meine Dateien gehen oder so. Wo sind meine Dateien? Wellen? Da. So, da habe ich gestern gespielt. Wo ist es denn jetzt? Jetzt findet das mal. Ne? Super Smash Bros. Das bedeutet, Retro Achievements habe ich jetzt angefangen. Das kriegt ein X. Und dann gehen wir jetzt mal in die Analyse, Freunde. Was ist da gestern passiert? Was ist denn da gestern passiert? Das wollen wir doch jetzt alle wissen, oder? Klar, Eis. Wir warten. Und wir warten. Ja, deine Stream-Übersicht ist bereit. Ich muss aber kurz gucken. Ja, ich dachte. So, dann haben wir hier. Oh, das sind gute Stats, Korn. Du wirst ausrasten, wie gut das ist. Ich dachte, du hast dich in Google Docs hinterlegt. Nee, aber ich trage dich ja jetzt ein. Jetzt? Ja, das passiert jetzt. Live. So, Zuschauer im Durchschnitt: 140. Ja, Mensch. Stark. Das lief ja richtig stark. Also stark. So, dann gehen wir in die Tippy-Stream-Analyse von gestern. Die ist stärker. Da haben wir nämlich einmal, Donations kamen rein, 182. Alter. Ja. Und Subs kamen rein, 74. Was? Ja. Dann haben wir noch 400 Biddies. Und gigantische, da kann man wieder den Durchbruch richtig spüren. 2 Follower. Ja, gut. Ja. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und das kam zuletzt am 14.07.20. Traumhaft, oder? So. So geht es jetzt langsam los. Und so finden wir das jetzt langsam nach und nach. Gucken wir. Schauen wir, wie das so weitergeht. Ne? Das ist jetzt meine neue Strategie. Die Analyse.
Stark. Ist ja ein wichtiger Punkt, den man auch mal machen kann und muss, ne? Ja, yeah, Analyse ist immer wichtig, ne? Man muss ja auch analysieren und dann gucken, was die Analyse auch so sagt. Ich könnte da noch was hinzufügen, aber jetzt habe ich schon geschlossen. Die Chat-Aktivität, die ist mir ja persönlich auch wichtig, ne? Ich meine, kennst du es ja selber auch. Das ist ein wichtiger Faktor. Chat entscheidet über guten oder schlechten Stream, ne? Richtig. Und die Chat-Aktivität war legendär. Okay. Würde ich fast sagen. Ja, das bei den schlechten Zuschauerzahlen. War die Chat-Aktivität legendär. Deswegen muss ich noch reinschreiben. Legendär. Und Leistung des Streamers? Schreibst du auch da rein, oder? Leistung des Streamers war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich war gut gelaunt. Und spielerische Leistung phänomenal. Also, das ist ja klar. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Ist ja immer super. Das ist klar. Ich frage mich gerade, wieso ist da keine Coin? Weil hier keine Coin ist. Das war eine Finte, sagt man, glaube ich. Finte, die sogenannte. Hier ist eine Coin. Oh Gott. Ja, ansonsten juckt mir gerade der Kopf. Hast du auch eine empfindliche Kopfhaut? Empfindliche Kopfhaut? Weiß ich nicht. Ich trage halt den ganzen Tag eine Cap. Ich habe halt schon die Cap auf, Kornel, weißt du? Ich dachte, wir gehen hier in die Webcams. Nee. Ich habe mich schon rasiert. Gekämmt. Nee, wir gehen heute nicht in die Webcams. Ach, wir gehen gar nicht. Dann weg mit der Cap, Alter. Mach mit dir. Sag das doch. Ich dachte, wir gehen in die Webcams. Nee, heute nicht. Heute ist Webcam-freier Tag. Und ansonsten möchte mir jemand, das hatte ich auch gestern, weil ich halt wegen der schlechten Zuschauerzahlen habe ich mich wieder gefragt. Ich weiß halt nicht, was die Leute gucken wollen. Ich weiß es halt nicht. Ne? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Und das ist ja auch das Ding, weißt du, es sind 140 Leute da, 20 davon schreiben und du redest drüber, du möchtest gerne wissen, was die Leute wollen. Und von diesen 120 Leuten, die nicht schreiben, meldet sich keiner. Also wirklich niemand, der dich sowieso im Chat schreibt. Meldet sich dann und sagt dazu was. Es ist halt so belastend. Deswegen möchte mir jemand eine, der das auch studiert hat und bla, eine Umfrage erstellen zu dem Thema. Die dann mal ein paar Tage läuft. Muss man, um mal zu erfahren. Ich weiß halt echt nicht, was die Leute wollen. Muss man studieren, um eine Umfrage zu machen. Ja, aber um das entsprechend auszuwerten und so. Oder jemand, der das vernünftig machen wird. Ja, du das kannst ja bei Twitch Umfragen machen. Ja, das ist doch. Ich will ja mehrere Fragen direkt stellen. Viele Fragen, Korn. Viele wichtige, informative Fragen. Okay. Die mich am Ende nach vorne bringen. Ja, ich merke schon. Da wächst was zusammen. Da wächst was zusammen. Wir gehen hier gerade ein ganz, ganz, ganz großes Business, wie die gemacht. Ja, so muss das. Schreib mir Geschichte. Ey, Conny, bist du bei uns heute, oder? Was ist denn los? Ich bin da. Wieso? Habe ich nicht das Gefühl. Hä, wieso? Was ist denn heute mit dir? Der war gerade hier das Ende des Levels. Da muss man auch einfach mal kurz in sich gehen. Ne, dankbar dafür sein, dass man so ein schönes Level spielen durfte. Weiß jetzt nicht, was du meinst. Ja, das ist ganz klar. Wupp, wupp, wupp. Macht dich das so fertig, dass du vielleicht heute noch zur Post gehst? Ich gehe nicht mehr zur Post. Gehst du nicht? Nein. Ja, hab ich mir gedacht. Eventuell gehe ich heute einkaufen und dann. Vielleicht ist da alles. Nee, da ist nicht alles. Ja, doch, so ein Postkasten ist. Da weiß ich. Da komme ich quasi dann vorbei. Die stehen ja auch einfach so rum in der Stadt. Ja, aber du hast ja keine Briefmarke. Ja, vielleicht. Es gibt ja manchmal Automaten. Vielleicht kann ich auch da schon, man kann ja auch manchmal Umschläge mit Briefmarken schon kaufen. Echt? Ja, vielleicht gibt's das in dem Supermarkt da. Das wäre stark. Sag ich ja. Mhm. Deswegen. Früher gab's bei uns im Laden einfach, da musste man sagen, ich hätte doch gerne eine Briefmarke. Und dann hat die das aus der Kasse gezittert. War das auf dem Dorf? Ja, im Dorfleben. Ist ja da mal auch das Einzige, was sie konnte, die Frau. Ja, die war gut rausgezerrt, du.
Ja, glaube ich mir, dass dir das gefallen hat. Da oben links eventuell. Ja. Ich frage mich nur, wofür die. Hä? Links ist rechts. Ja, aber warum kann man die nach links machen? Ach so, damit man die. Ach, damit man in die Röhre kommt. Ja. Jetzt habe ich's verstanden. Jetzt habe ich verstanden, worum es hier geht. Ich wollte nie sein wie ihr. Keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten. Nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden. Sie bereut's auch nicht. Mama ist stolz auf mich. Nee, Mama ist stolz auf dich. Ja. Deine Mama stolz auf dich? Ja, klar. Ach, laber doch nicht. Nee, natürlich. Warum? Warum sollte sie nicht stolz auf mich sein? Wollt ihr das jetzt wirklich ausführen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob in deinem Leben nur Erfolg und Geld zählt. Meine Mutter liebt mich. Nee, zusätzlich bist du auch noch ein Fettwanz geworden. Ja, und? Also, und das ist alles, was zählt. Und deswegen kann ja, man was, nicht stolz aber, sein. Aber weswegen sollte sie denn stolz sein? Ist deine Mama nicht stolz auf dich? Ich glaube nicht, nee. Tut mir leid für dich. Ja, meine Mama, nicht. Meine Warum Mama, sollte sie stolz sein? Worauf? Ja, dass ich 150 Kilo wiege? Dass ich das geschafft habe? Hey, du bist doch trotz allem... Bist dass du ich kleide bin? Dass ich... Ja, aber das definiert dich doch nicht als Mensch. Mit meinem Leben unzufrieden bin und depressiv? Ja, aber das definiert... Muss ich darauf stolz sein? Das definiert dich doch nicht als Mensch, dass du pleite bist oder so. Das sind ja Probleme. Was definiert mich denn? Jeder, worauf soll ich stolz sein? Jeder Mensch hat mal in seinem Leben Probleme und schlechte Zeiten. Ja, vielleicht wird es ja auch nochmal wieder besser, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Nö. Ja. Tut mir leid. Wollte ich jetzt auch nicht zu nahe treten. Wo ist denn die Starcoin? Weiß ich nicht. Ich hab's. Mal gucken. Ja, jetzt hab ich erkackt. Soll ich mich töten? Ja, töte dich mal, warte. Nach der Fahne, ja, nach der Fahne kommt die Starcoin. Nach der Fahne, dort wo auf dem Schild der Pfeil nach rechts oben zeigt, kannst du durch die Steinplattform gehen. Du findest ein Rohr, welches dich zur Sternmünze führt. Sei aber vorsichtig, nicht, dass du durch die Sandstrahlen wieder hinaus befördert wirst. Okay. Keine Ahnung, wovon er redet. Ja. Auf seine Mutter. Du? Auch schon. Seine Mutter ist stolz, ganz klar. Die wird auch sagen, oh, ich finde das so super, dass du für diese Pippi-Spielchen da immer noch die Komplettlösungen machst, Mensch. Was hast du damit wieder verdient? 3,50 €. Das ist ja stark. Guck mal, so machen wir das. Und schon wieder bin ich direkt auf dem Geld, ne? Ja. Was ist denn los mit mir? Aber Joko ist dünn. Das habe ich auf dem Bild gesehen. Irgendwas ist kaputt in deinem Kopf. Ja, ist es auch. Ist es auch. Aber ich glaube, das ist bei uns in der Familie tatsächlich so. Das kann gut sein. Dass einfach viel darüber definiert wird. Wobei meine Eltern sind ja auch nicht reich. Ja. Bin ich stolz auf die? Nein. Also nein. Ich habe auch nichts geschafft. Alter. Hier machen sich Abgründe auf. Hä, wo soll denn die Scheiße sein? Mit Rohr. Ja, da ist ein Pfeil nach rechts oben, Bruder, ne? Hier. Da ist ein Pfeil nach rechts oben. Ja, wo ist jetzt die Röhre? Ja, rechts vielleicht. Ja, wie rechts? Kannst du durch die Steinplattform gehen? Du findest ein Rohr. Rechts wieder eine politische Gesinnung oder was? Ja, aber wo? Hier unten. Ja, geh doch mal genau runter. Haben wir nicht aufgepasst? Ja, aber wo denn von dem Pfeil? Ja, guck doch noch. Weiß ich doch nicht. Ich kann dir doch auch noch vorlesen, was da ja, steht. Ja, lese nochmal. Hier. Hier ist das. Oh. Dort, wo der Pfeil nach rechts oben zeigt. Das ist ja eine Lüge schon wieder. Sag mal, Joko, wenn deine Mutter wirklich stolz auf dich sein soll, dann musst du das halt auch vernünftig machen, ne? Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, ja, meine Mutter interessiert sowieso nicht. Mhm. Ist auch egal, was ich hier reinschreibe. Oh nein. Und er hat beim Nintendo Let's Play nicht richtig hingeguckt an der Stelle. Einmal kurz weggeguckt, weil er da schon geschrieben hat. Oh Mann, ey. Es tut mir leid für euch alle, ey. Ich hoffe, liebe Zuschauer... Ja, wie ist das bei euch, Leute? Ja. Ey, dann stolz. Ich hoffe, eure Eltern das Gefühl, sind stolz, dass sie stolz sind. Keine Ahnung, ich hab... Von ich krieg immer nur Lack. Ich bekomme von meinen Eltern bedingungslose Liebe. Hä,
Ich übertreibe hier natürlich ein bisschen. Ja, man macht ja ein bisschen Späßchen, klar, aber ein bisschen traurig ist es schon. Ich glaube halt schon, dass sie nicht stolz sind. Natürlich sind die stolz auf dich. Die lieben dich. Du bist aus ihrem Samen und ihrer Eizelle entstanden. Ah, ist ganz schön viel entstanden aus deren Samen und Eizelle, ne? Gut. Damit konnte keiner rechnen. Normalerweise denkt man ja, dass die Vollloser nicht den Kampf gewinnen, aber. Starke Zelle. Das ist halt die Frage, wenn die. Wer soll denn noch schlechter gewinnen sein als ich? Da muss, ne? Das ist immer so das Ding, dass man sich fragt. Da muss ein schlechter Jahrgang gewesen sein, ne? Wie langsam waren die anderen? Der Moment, wenn du mit einer 3 minus die beste Arbeit nach Hause bringst. Ja, so. Klassenbester. Leute, ich hoffe, der Ball hat euch gefallen. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf euch. Noch stolzer sind wir natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und am stolzesten sind wir, wenn ihr irgendwo reinbuddert und uns neue Abonnenten bringt. Ne? Leute, aber sonst sind wir auch stolz auf euch. Weil ihr toll seid. Bis dann, Leute. Tschüss.